So Freunde, euer Simon hier. Es ist Freitag, wir haben Thema Wissen und Lifestyle und heute ein sehr aktuelles und natürlich auch spannendes Thema. Und zwar geht es heute sozusagen um die Anabole Diät 2.0. Wie stehe ich da heutzutage zu? Warum mache ich die nächste Woche wieder? Ihr seht, ich bin nicht wirklich begeistert. Und da auf die Punkte will ich so ein bisschen hinaus, warum ich sie trotzdem mache, warum ich sie trotzdem vielen empfehle und wie ich sie anders mache als zuvor. Vielleicht kommen wir sozusagen zu der anabolen Diät. Eins der allerersten Videos von mir war bereits damals zur anabolen Diät. Ich habe die ein bisschen erklärt. Ich habe die schon lange, Ende der 90er habe ich die anabole Diät bereits gemacht. Und warum mache ich sie? Warum mache ich sie auch jetzt nächste Woche wieder? Weil sie unglaublich effektiv ist. Nicht bei jedem, aber weil nicht jeder damit klarkommt. Aber sie ist meiner Meinung nach die effektivste Methode zur Fettreduzierung und gleichzeitig zum Muskelerhalt oder sogar zum Muskelaufbau. Warum ist sie trotzdem nicht meine Lieblingsdiät? Viele sagen, oh Simon, hör auf mit diesen Diäten und so weiter. Wie viel willst du noch von Diäten erzählen? Es ist trotzdem nicht meine Lieblingsdiät. Ich esse sehr gerne Kohlenhydrate, ich mache es gerne mit Carb Cycling, ich mag es gerne, ich komme gleich zu den Nachteilen der anabolen Diät, wenn ich so ein bisschen praller bin, das seid ihr in der anabolen Diät nicht und da komme ich aber wie gesagt gleich zu. Vielleicht ganz kurz, anabole Diät, ich will nicht zu sehr darauf hinaus, wie gesagt, ihr könnt euch das Video nochmal anschauen. Was macht man? Ihr esst circa 60, besser noch 70% eurer Kalorien oder ihr bezieht mindestens 60-70% eurer Kalorien aus Fett. Maximal, ich war früher super streng, habe gesagt, maximal 15 Gramm Kohlenhydrate am Tag. Ich gehe heute so auf 35-40 Gramm Kohlenhydrate. Werde ich auch gleich erklären, warum man da etwas höher gehen kann oder wann man etwas höher gehen kann. Und der Rest ist aus Eiweiß. So, was passiert dann im Körper? Ganz, ganz schnell erklärt sozusagen, wenn euer Körper sozusagen die Zuckervorräte in den Glykogenspeichern sozusagen leer gemacht hat, leer gebrannt hat, das dauert immer ein paar Tage, ist sozusagen in der Blutbahn bei euch kein Zucker mehr da, nicht mehr ausreichend Zucker zur Energiebereitstellung, Energiegewinnung des Körpers und die Bauchspeicheldrüse wird jetzt nicht mehr Insulin produzieren, Insulin, das eben den Zucker aus dem Blut sozusagen in den Körper holt, ganz platt gesagt, man nagelt mich da nicht fest, sondern sie wird eben Glukagon sozusagen bilden, der eben ja die Ketonkörper in die Blutbahn reinbringt, weil der Körper eben sozusagen ja eine Energieart sozusagen braucht. Und diese Ketonkörper werden eben aus Fettsäuren gebildet. Das heißt, euer ganz, ganz einfach gesagt, ihr lauft sozusagen nicht mehr auf Zucker, sondern ihr verbrennt sozusagen Fett. Und das einmal Nahrungsfette und eben aber auch ja, gespeichertes Fett. Und deswegen funktioniert sie auch so unglaublich gut. Warum funktioniert sie noch so super gut? Wenn ihr keine Insulinpeaks habt, ihr dürft nicht vergessen, Insulin ist ein anaboles Hormon. Und wenn Insulin oben ist, ist die Fettverbrennung eben ja, wesentlich schlechter. Das heißt, ihr verbrennt auch effizienter über den Tag hinaus dauerhafter Fett, weil ihr eben keine Insulinpeaks habt. Kein Insulin oder wenig Insulinausschüttung bedeutet auch dauerhaft oder konstant einen etwas höheren Wachstumshormonspiegel. Wachstumshormon, auch HGH, ganz wichtig, eben auch für die Fettverbrennung. Und wie gesagt, ihr verbrennt einfach die ganze Zeit ja, dauerhafter und effizienter Fett. Und ihr seht, ich bin nicht wirklich begeistert, dass ich das Ganze mache. Viele werden fragen, Simon, warum machst du es dann überhaupt? Weil es einfach immer bei mir immer zum Schluss so der Diät müsste ich muss immer recht stark meine Kalorien runterschrauben, um noch Erfolge zu erzielen. Und bei der Anabol-Diät muss ich tatsächlich nicht so weit runter. Das ist natürlich auch individuell immer sehr unterschiedlich. Aber ich kann meine Kalorien immer recht stabil, recht hoch halten und verbrenne trotzdem immer sehr, sehr, sehr effektiv Fett. Und nicht nur ich verbrenne damit sehr, sehr gut Fett, sondern eben auch, wenn ich mir wirklich so anschaue, wer mir alles schreibt und ich kriege sehr viele Nachrichten bezüglich der Anabolen-Diät, auch bezüglich anderer Diäten, aber eigentlich, wenn ich mal wirklich so drüber schaue, sind die meisten Leute, die wirklich Erfolge haben, beziehen sich immer auf die Anabolen-Diät. Simon, danke, dass ich durch dich irgendwie die Anabolen-Diät kennengelernt habe und so viele verbinden mich auch mit der Anabolen-Diät, weil wir sehr
viele anabole Rezepte haben, weil ich eben, und warum entstehen die? Nicht, weil ich die Anabole-Diät so unglaublich liebe, sondern weil ich tatsächlich mir mit der Zeit Rezepte entwickelt habe, die mir das Ganze leichter machen. Es ist für mich auch, wie für viele von euch, nicht leicht, besonders diese ersten Tage, bis der Körper sich sozusagen umstellt, bis er in die Ketose kommt, sind unglaublich schwer für mich, weil ich liebe Kohlenhydrate, ich träume von Kohlenhydraten, ich träume dann von Teilchen, von Brötchen und so weiter. Es ist super, super hart für mich. Aber wie gesagt, zum Schluss der Diät immer, ja, einfach unglaublich effektiv. Wenn man dann mal drin ist, ist das Ganze auch wieder recht leicht durchzustehen. Weitere Vorteile der Anabolen oder der ketogenen Diät sind zum Beispiel auch, und das hilft einem auch, dass ihr wirklich, ja, dadurch, dass ihr keine Insulinabfälle habt, einfach auch nicht wirklich hungrig seid. Ihr habt Lust, ihr habt selbstverständlich Lust auf was Süßes, ihr habt Lust auf Essen, aber hungrig seid ihr nicht. Ihr müsst euch, also ich muss mich da sogar zwingen, mal etwas zu essen, weil ihr, wie gesagt, keine Insulinabfälle habt und so weiter und ihr kriegt nicht diese richtigen Hungeranfälle. Ihr seid dauerhaft satter, ihr seid sehr lange schön konzentriert. Ihr kennt das Insulinloch, wenn ihr danach richtig müde zusammenfällt. Das nutzen wir eben auch bei der Renegade-Diät, deswegen mag ich die auch sehr, sehr gerne. Aber ihr seid tagsüber, ihr seid einfach sehr fit. Und wie gesagt, es funktioniert sehr gut, deswegen mache ich sie. Es gibt natürlich auch, ja, gewisse Nachteile. Wie gesagt, vielleicht für alle, die jetzt sagen werden, Simon, der größte Nachteil ist, es ist absolut ungesund. Das stimmt nicht. Ich glaube, heutzutage wird keiner mehr sagen, diese Ernährungsform, ich nenne es wirklich Ernährungsform, ist ungesund. Natürlich sind einige Lebensmittel, die viele in dieser Diät benutzen, ungesund. Aber das sind sie, wie gesagt, nicht durch die Diät. Wenn ihr die ganze Zeit gepökeltes Fleisch futtert, irgendwie Eier aus Käfighaltung und die ganze Zeit nur Käse und kein Gemüse, keine Vitamine und so weiter, dann ist es eine ungesunde Ernährungsform. Aber wenn ihr die Fette gut kombiniert, das heißt nicht nur gesättigte Fette, sondern auch mehrfach und einfach ungesättigte Fette aus Nüssen, aus Lachs und so weiter, wenn ihr da auf gute Fette achtet, wenn ihr viele Ballaststoffe esst, wenn ihr mehr Gemüse esst, das, was ich nämlich anders mache, ist, ich setze nämlich etwas mehr auf MCT-Fette, dann könnt ihr nämlich auch die Kohlenhydrate etwas höher schrauben. Da könnt ihr locker auf 35, 40 Gramm hochgehen und dann könnt ihr auch ein bisschen Obst essen, ein paar Beeren essen, viel Gemüse essen. Da war ich früher viel, viel strikter. Und wenn ihr auf gute Eiweißquellen, auf gute Aminosäuren achtet, wie gesagt, Vitamine und so weiter, dann ist es, und da kann sich keiner mit mir streiten, dann ist es eine gesunde Ernährungsform. Ich habe unglaublich viele Leute in meinem Bekanntenkreis, die das nicht als Diät sehen, sondern wirklich als, ja, als Ernährungsform, dauerhaft, lassen sich ständig Blut abnehmen, lassen sich ihren Körper durchchecken und es ist gesund. Viele Ärzte benutzen das Ganze bei Epilepsie, bei Alzheimer, bei vielen Diabetespatienten und so weiter, weil es eine gesunde Form ist. Das ist nämlich pro, es ist nicht kontra, es ist nicht ungesund, es stimmt nicht. Ethisch, keine Frage, wenn man da viel Fleisch isst und so weiter, darüber müssen wir nicht diskutieren. Aber rein gesundheitlich ist es nicht ungesund, auf gar keinen Fall. Die Nachteile sind, und das sind eben die mich das dauerhaft auch nicht durchziehen lassen. Ich habe in meiner Jugend das so lange gemacht, ich habe so viel gebraten, ich habe mir so viele Eier gebraten, ich habe so viel Fett konsumiert, dass ich einfach dieses Fett auf Dauer nicht mehr so sehen kann. Ich liebe Obst, ich liebe Gemüse, ich mag so diese ganzen Sachen und Fett kann ich manchmal auf Dauer einfach nicht mehr sehen. Das ist was Individuelles. Man kriegt ein bisschen Mundgeruch. Die Ketonkörper werden auch über den Atem, über den Urin ausgeschieden. Deswegen könnt ihr mit den Keto-Sticks auch sehen, ob ihr in der Ketose seid. Mundgeruch, man muss halt ab und zu mal Kaugummi kauen. Das sind aber alles so kleine Nachteile, würde ich jetzt mal sagen. Der größte Nachteil ist eben, dass ihr auf schöne, leckere Sachen verzichten müsst, weil es eine unglaublich konsequente Diät ist. Es ist eine ganz oder gar nicht Diät. Ihr könnt selbstverständlich, wenn ihr die Refeeds macht, sozusagen, ich mache sie nicht jede Woche, ich mache sie eigentlich so alle 8, 9, 10 Tage ungefähr, weil ich finde, jede Woche, bis man dann wieder in der Ketose ist, ist dann fast schon wieder so ein Refeed-Tag. Das heißt, ich mache erstmal 2 Wochen keine und dann mache ich so alle 8, 9 bis 10 Tage, wie gesagt, einen sauberen Aufladetag, wo ich die Fette senke, wo ich die Kohlenhydrate hochschraube und das Eiweiß bleibt ungefähr gleich. Damit fülle ich die Glykogenspeicher wieder auf und dann kann ich da auch wieder, ja, leckere Sachen essen. Aber das ist für mich einfach der größte Nachteil, wie gesagt, dieses psychologische, dieses unglaublich gierig sein auf Kohlenhydrate und eine Diät. Und besonders, eine Diät kann es noch sein, aber eine Langzeiternährung soll wirklich nicht irgendwie groß Verzicht sein. Es soll keine Qual sein. Und außer man ist so bekloppt wie ich, der jetzt irgendwie noch Vollgas geben muss, weil er ein bisschen spät dran ist, dann kann man sich auch etwas quälen. Und ihr glaubt nicht, wie man sich danach fühlt, wie man danach
wieder diese Sachen genießt. Ich liebe es danach. Die Zeit danach ist eigentlich die schönste. Wenn ich bei der FIBO wieder voll reinhaue, wenn ich mir wieder ganz viel Essen gönnen kann, wenn dann die Glykogenspeicher sozusagen wieder mehr Glykogen ziehen können als normal. Diese Superkompensation, die hatten die ganze Zeit nichts und ziehen sich voller denn je. Ihr habt einen Pump, ihr habt eine... das ist einfach super genial. Und das sind so die Gründe, warum ich das mache, obwohl es nicht meine Lieblingsdiätform ist. Aber es ist, wie gesagt, die effektivste, die ich kenne, die ihr meistens auch mir das so zurückspiegelt. Ich glaube, viele Athleten machen das, Road to Glory machen das jetzt auch und so weiter. Ich glaube, ihr könnt da mal drauf glauben, dass es wahnsinnig effektiv ist, wenn ihr es knallhart durchzieht, wenn ihr natürlich auch ein Kaloriendefizit einbaut. Man kann aber auch damit aufbauen. Wenn ihr einfach mit den Kalorien etwas hochgeht, könnt ihr damit auch super aufbauen. Sehr, sehr, sehr gut sogar aufbauen. Anabole Diät, denkt dran, aus Cholesterin wird Testosteron gewonnen. Ihr habt insgesamt einen etwas höheren Testosteronspiegel. Ihr könnt damit ganz fantastisch aufbauen und setzt eben nicht so schnell Fett an ohne Insulin oder mit sehr, sehr wenig Insulin. Deswegen auch eine gute Wahl, wenn ihr das mögt, wenn das wirklich so euer Ding ist von den Nahrungsmitteln, dann baut damit auch auf. Es geht ganz, ganz klasse. So, und das, wie gesagt, zu meinem Thema nochmal Update meiner Anabolen-Diät, die ich jetzt mache. Es kommen wieder ein paar Rezepte natürlich, Anabole-Rezepte. Es gibt aber auch sehr, sehr viele auf dem Channel. Und wie gesagt, ich ändere es etwas ab, indem ich etwas pflanzlicher esse, etwas mehr Fisch, etwas mehr pflanzliche Fette. Besonders bei den Fetten setze ich etwas mehr auf pflanzliche Fette, aber natürlich auch Gesättigte, die gehören da rein. Auch Cholesterin gehört zu dieser Diät. Und es ist nicht schlimm, es ist nicht ungesund, glaubt mir, lest euch da mal durch. Und wie gesagt, ich ziehe durch. Ich bin gespannt, wer noch durchzieht. Es ist keine Empfehlung, macht das jetzt. Aber wenn ihr es ausprobieren wollt, könnt ihr es ganz machen, ganz unbedenklich. Wie gesagt, die Gesundheit ist dann nicht der Faktor, der Limitierende, der euch da eher hemmt, sondern es ist eher die Psyche. Wenn es eine Qual ist, lasst es lieber sein und versucht ausgewogen zu essen. Insgesamt kennt ihr meine Meinung, solltet ihr sowieso Diäten jetzt nicht zu sehr ins Auge fassen, außer ihr habt irgendwelche Pläne oder irgendwas. Da kennt ihr meine Meinung. So, Freunde, in dem Sinne, abonniert den Channel, bleibt dabei, schaut bei Facebook, Instagram vorbei und macht beim Trainingsernährungssystem mit, wenn ihr wissen wollt, wie euer Weg ist, mit welcher Ernährung ihr am besten klarkommt. Und wenn ihr dazu noch Supplements braucht, Body IP Nutrition. Bis dahin, euer Simon.